Bernhard Brink, geboren am 17. Mai 1952 in Nordhorn, ist ein deutscher Schlagersänger sowie Fernseh- und Radiomoderator. Mit seiner jahrzehntelangen Karriere hat Brink einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen. Doch hinter seinem strahlenden und erfolgreichen Auftreten steckt Brinks Leben auch voller Schmerz und trauriger Geheimnisse, die er stets zu verbergen versucht. Die ersten Jahre von Brinks Karriere verliefen nicht reibungslos. Er stand vor vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, von der Etablierung in der wettbewerbsintensiven Musikindustrie bis hin zur Aufrechterhaltung seiner Popularität über die Jahrzehnte. Anfang der 1990er Jahre erlangte er seinen Ruhm zurück, als er Radio- und Fernsehmoderator wurde, doch diese Erfolge konnten den Schmerz und den Druck, den er ertragen musste, nicht beseitigen. Brink erzählte einmal, dass es in seiner Karriere Zeiten gegeben habe, in denen er sich verloren gefühlt habe. Der Druck aus Beruf und Privatleben ließ ihn immer wieder in einen Zustand der Depression und Müdigkeit verfallen. Die Herausforderung, Popularität und öffentliche Anerkennung aufrechtzuerhalten, war für ihn schon immer eine schwere Belastung. Obwohl sie viele Erfolge erzielt hat, ist Brink immer noch nicht wirklich glücklich und zufrieden mit sich. Mit 72 Jahren ist Bernhard Brink immer noch auf der Suche nach seinem wahren Glück. Die schlimmen Dinge, die er in seinem Leben und seiner Karriere oft durchgemacht hat, führten dazu, dass er sich desorientiert fühlte. Einsamkeit und Gefühle der Verlassenheit waren Emotionen, mit denen er klarkommen musste. Trotz der Unterstützung seiner Familie und Freunde war der tiefe Schmerz in seinem Herzen immer ein Teil seines Lebens. Brinks Ehe mit Ute, die er 1981 kennenlernte und am 16. April 1987 heiratete, verlief nicht ohne Herausforderungen. Obwohl sie versuchten, ein glückliches gemeinsames Leben zu führen, sahen sie sich oft mit Schwierigkeiten und Konflikten konfrontiert. Der Druck durch Arbeit und Leben stellt ihre Beziehung oft auf die Probe. Dank Liebe und Geduld konnten sie diese Schwierigkeiten jedoch überwinden. In den letzten Jahren war Bernhard Brink an einer Vielzahl von Projekten beteiligt, von der Teilnahme an Fernsehsendungen bis hin zu seiner Tätigkeit als Botschafter der deutschen José Carreras Leukämie Stiftung. Der Stress und der Druck durch die Arbeit machten ihn jedoch oft müde und gestresst. Seine wütenden Äußerungen über die deutsche Pandemiepolitik und die russische Invasion in der Ukraine sind ein Beweis für die Frustration und den Druck, den er ertragen muss. Auch wenn er seine Aussagen über Karl Lauterbach zurückzog, hinterließ dieses Ereignis dennoch tiefe Spuren in Brinks Herzen. Er erkannte, dass es nicht immer einfach ist, persönliche Meinungen zu äußern und dem Druck der öffentlichen Meinung standzuhalten. Diese Erfahrungen machten ihn gegenüber seinen Mitmenschen noch wertschätzender und mitfühlender. Das Leben von Bernhard Brink ist eine Reise voller Höhen und Tiefen und trauriger Geheimnisse, die er stets zu verbergen versucht. Auch wenn er mit vielen Herausforderungen konfrontiert war, strebte er weiterhin danach, sie zu meistern und Freude am Leben zu finden. Die Unterstützung und Liebe seiner Familie, Freunde und Fans sind für ihn die große Motivation, seinen Weg fortzusetzen. Hoffentlich findet Bernhard Brink in seinen verbleibenden Jahren wahren Frieden und Glück. Aktuelle Schmerzen und Sorgen sind nur ein Teil des Lebens und er wird sie weiterhin überwinden, wie er es im Laufe seiner Karriere getan hat. Seine Beiträge zur Musik und die menschlichen Werte, die er mitbrachte, werden für viele kommende Generationen eine Quelle des Stolzes und der Inspiration sein. Im Leben von Bernhard Brink ergeben sich Prüfungen und Schwierigkeiten nicht nur aus seiner Karriere, sondern auch aus seinen persönlichen Beziehungen. Auch wenn wir versuchen, in unserer Ehe Stabilität und Glück zu bewahren, läuft nicht immer alles reibungslos.
Jahrelanger Stress und Druck hinterließen bei ihm und seiner Frau Ute tiefe Spuren. Dank Geduld und gegenseitigem Verständnis haben sie jedoch immer versucht, Schwierigkeiten zu überwinden und eine dauerhafte Liebe aufrechtzuerhalten. Eines der traurigen Geheimnisse, die Bernhard Brink immer für sich hütete, waren die persönlichen Verluste und Misserfolge, die er erlebte. Diese Ereignisse wirken sich nicht nur auf den Geist aus, sondern hinterlassen auch tiefe Wunden im Herzen. Obwohl er in seiner Karriere viel Erfolg hatte, hatte er immer noch das Gefühl, dass etwas fehlte, die Erfüllung und das Glück, nach denen er sich immer sehnte. Bernhard Brink hat in vielen Fernseh- und Radiosendungen mitgewirkt und ist dem Publikum ein bekanntes Gesicht geworden. Von Sendungen wie Das Deutsche Schlagermagazin bis zur Moderation von Sunday Joy beim Radiosender Antenne Brandenburg ist er stets bestrebt, seinen Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Doch hinter dem Lächeln auf der Bühne verbirgt sich der heimliche Schmerz, den er ertragen muss. 2009 hatte Brink eine Cameo-Rolle im Film Horst Schlemmer, Ich laufe. Und macht sich über sich selbst als Zebra. All of your eggs and bacon. And he's like, you didn't hear me. I want all of your, that's me with the Heath bar topping. I want all of it. Just all of it in the ice cream. The whole jar. Whole jar. No one gets Heath bar after I leave. Yeah. You're not going to get ice cream, man. You're going to get chocolate with a side of some dairy. Just a little side of some dairy. Well, dude, thank you again. Thank you for making the time. I know you're busy. It's around the holidays. I love the hat. I want to dive a little bit into, as you know, Churn Zero and Reach, we have partnered up. We have a great case study coming out in January all around how Reach Suite has played an impactful role in accelerating Churn Zero's go-to-market efficiency from marketing, sales, all the way through post-sales and customer success. So I've got a couple questions for you. We're going to kind of follow the pain, gain, value format, if you will. We'll keep it light. We don't have to take too much time, but I really want to hear your thoughts. And I know there's a lot of folks who are really excited to hear specifically from you. First off, what is the business problem that Reach Suite solves? And why is that important to you and important to Churn Zero? Yeah. I mean, the biggest thing was just around, you know, trial or demo access. You know, people want to try the tool before they buy, or they want to quote unquote play around with that. No one knows what that means, but I guess it's provocative. People want to play around with the tool. And, you know, just our process to do that was just very cumbersome. It was a lot of steps. You had to hop on a training. You had to do this. You had to do that to get access to the tool. And then we found a lot of people wouldn't even use the tool. So with Reach Suite, just you kind of curate the environment for them, you focus them in the right direction, what they want to experience. So they get what they want, play around with the tool, we get what we want, kind of focus them and guide them through that. And it's kind of a great mix of kind of, you know, everybody getting what they want. The win-win. Across the board. And when you got to give the people what they want. And Ron, I think if you were to dive like one layer deeper into why does this matter, right? Like there's a lot of business problems to solve. I'd imagine with, you know, several hundred people around the U.S., maybe global, I think with Churn Zero, you know, there's a lot of business problems that y'all could be focused on. Why does this one matter in particular to solve right now? Sorry, I don't understand the frame of reference. Are we talking about